Ist Peking völlig verrückt geworden? Die chinesische Regierung schlägt um sich, sie geht brutal vor gegen börsennotierte Unternehmen und die Anleger sind in Panik. Viele sagen jetzt schon, das ist das Ende des freien Unternehmertums in China und jetzt kommt die große sozialistische Wende. Oder aber möglicherweise ist diese Panik auch übertrieben und für uns als Anleger entstehen daraus Chancen. Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Waren das noch Zeiten in China vor 10 Jahren? Ich sag Ihnen, irgendein Wein, der bei uns 1,50 € gekostet hat, der stand plötzlich in Shanghai oder in Peking im Regal im Supermarkt für 17 €, weil China war vermeintlich so reich und auch so dumm, denen konnte man alles verkaufen. Und in jeder Hotelbar da sind dann irgendwelche ausländischen Berater gehockt und haben dann irgendwas geschwallt, so von seltenen Erden oder eben auch so in die Richtung, ja, wenn ab jetzt jeder Chinese am Tag ein Glas Orangensaft trinkt oder ein Glas Milch und sich jeder Chinese ein Auto kauft oder einen Goldfisch oder eine Schneefräse, oh mein Gott, wir werden alle reich. Kapitalismus pur in China, das Geld liegt auf der Straße und auch die Anleger waren natürlich schwer begeistert damals. China vor 10 Jahren, das war das große Ding. Seitdem hat sich das Bruttoinlandsprodukt in China nochmal fast verdoppelt. Aber trotzdem, der Hang Seng China Enterprises Index, der liegt 25% unter dem Stand von vor 10 Jahren. Und gerade jetzt im Moment ist das Anlegersentiment für China auch völlig im Eimer. Es ist ja gerade erst 2 Wochen her, dass ich hier schon mal ein Video gemacht habe zu den Schwierigkeiten, die wir gerade haben mit China-Aktien. Teils politische Probleme und auch natürlich das Delisting-Problem in den USA. Und das ist ja noch nicht alles im Moment. Es geht jetzt aber nicht darum, dass ich Ihnen sage, wie schlimm alles ist und wie schrecklich alles ist, sondern der Sinn von den Videos hier, der Sinn und Zweck von Börsenvideos allgemein, von all den großartigen Börsenvideos, die wir hier haben auf YouTube, das ist selbstverständlich der, dass ich hab's vergessen, tut mir leid, aber es hat schon irgendwas zu tun mit, der Zuschauer soll am Ende irgendwie davon profitieren, so war es, glaube ich. Und ob man das noch kann, von der Lage profitieren, bei dem, was in China gerade los ist, oder ob man als Anleger jetzt wirklich sagen muss, nichts wie weg, rette sich, wer kann. Das ist eine Frage, die stellt sich im Moment relativ dringend, würde ich sagen. Wir haben vor allem im Technologiesektor harte Kursabschläge gehabt, jetzt wieder gerade auch letzte Woche Tencent in der Spitze 22% im Minus, Alibaba und Baidu auch zweistellig gefallen zeitweise. Mal ganz abgesehen von den Aktien aus dem Bildungssektor und E-Learning, die es komplett zerbröselt hat. Weil zusätzlich zu all den Problemen, die wir sowieso schon haben, die chinesische Regierung jetzt einem Unternehmen nach dem anderen und einem Sektor auch nach dem anderen den Knüppel über die Rübe zieht. Härteste Regularien momentan bis hin zum Verbot von Geschäftsmodellen. Und da ist es völlig klar, dass die Anleger jetzt eben in Panik sind und sich jetzt nur noch fragen, welchen Sektor, welches Unternehmen trifft es als nächstes? Wer wird als nächstes sozusagen ausgelöscht möglicherweise? Und da ist dann die Konsequenz, zum Beispiel beim Hang Seng China Tech Index, da sind die in Hongkong gelisteten Tech-Schwergewichte, Technologie-Schwergewichte drin. Ist ein Index, der gerade sein einjähriges Bestehen feiert, aber ich glaube, eine große Geburtstagsparty gibt es jetzt erstmal nichts, wenn man sich das Trauerspiel da so anschaut, die letzten Monate. Und das ja vor dem Hintergrund, dass andere Technologieaktien international, dass die ja immer noch stark gefragt sind, dass zum Beispiel der Nasdaq Composite Index ein neues Rekordhoch erreicht hat letzte Woche.
Und man kann sagen, das ganze Elend ist losgegangen letzten Herbst, als das IPO von der Ant Group abgesagt worden ist, auf Druck von Peking. Und das hat dann natürlich auch Alibaba stark unter Druck gebracht. Hier mein Video von damals. Alibaba Zerstörung durch Chinas Regierung, hieß es. Fanden damals einige zu reißerisch. Heute ist es genau das, was viele Anleger eigentlich glauben, dass China seine Internetkonzerne jetzt mutwillig zerstört. Die treuen Zuschauer, die haben das also alles mitverfolgt seitdem, und ein treuer Zuschauer kann jeder werden. Daran will ich nur noch mal erinnern, indem man eben den Kanal auch abonniert, dabei auch die Glocke drücken, das ist die Benachrichtigung für neue Videos. Mir ist hier eben wichtig, dass ich nicht immer nur rede hier von tollen Aktien und tollen Chancen, sondern ich versuche auch eben gegebenenfalls mal auch die Schattenseiten zu zeigen, damit man das eben möglichst gut einschätzen kann alles. Also, es ging damals los, das Elend mit Ant Group und Alibaba. Damals haben viele noch gesagt, naja, es ist wahrscheinlich nur so eine Art Privatfehde zwischen Jack Ma, dem Gründer von Alibaba, der der Regierung vielleicht zu frech geworden ist, und Xi Jinping, dem chinesischen Staatspräsidenten. Inzwischen ist es aber so, die Regierung hat eigentlich den kompletten Technologiesektor oder Internetsektor überzogen mit zig neuen Vorschriften und zig Verboten. Ein Highlight war zum Beispiel der Börsengang neulich von Didi Global in den USA. Didi Global, Chinas Uber werden die oft genannt, wo die Behörden in China vorher noch gesagt haben, macht das lieber nicht mit dem Börsengang. Wir haben mit euch noch ein paar offene Themen. Und als sie es dann aber doch sehr zügig gemacht haben, da hat China dann eben gleich danach neue Regularien und Überprüfungen auch angekündigt und hat erstmal auch verboten, dass neue Kunden die App von Didi runterladen dürfen. Das war für die natürlich kein Spaß. Und dementsprechend der ganze Börsengang bis jetzt war es eben auch eine Katastrophe. Das ist aber nur ein Beispiel. Und Ende vorletzter Woche, das war dann vorläufig mal der Höhepunkt, da ist dann ja angekündigt worden, dass die Anbieter von Nachhilfe und Beschulungen und E-Learning und solche Sachen, dass die in Zukunft kein ausländisches Kapital mehr einwerben dürfen und dass unter anderem die Nachhilfe von Schülern jetzt gemeinnützig zu sein hat. Es dürfen damit also keine Gewinne mehr erzielt werden. Und damit hat Peking über Nacht regelrecht einen riesigen Sektor mit vielen Unternehmen, die zusammen einen Börsenwert gehabt haben im dreistelligen Milliarden-Dollar-Bereich, wirklich ausgeknipst, kann man sagen, oder ihnen zumindest die Geschäftsgrundlage in großen Teilen entzogen. Und da sagen jetzt viele Beobachter, ja, das hat jetzt eine neue Qualität. Diese herrlichen kapitalistischen Jahre in China, die ich geschildert habe hier am Anfang, das ist jetzt vorbei. Das freie Unternehmertum, das China reich gemacht hat, das interessiert Peking jetzt nicht mehr. Die Regierung dreht jetzt ganz eindeutig das Rad wieder zurück in Richtung Sozialismus und in Richtung mehr Staatskontrolle. Machen wir uns nichts vor, das chinesische Wirtschaftssystem, das war schon immer anders als unseres, und das Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft, das war auch schon immer relativ kompliziert. Und wenn die Regierung sowas beschließt, wie das jetzt mit dem Bildungssektor, dann gibt es für uns natürlich kein Bundesverfassungsgericht oder sowas, wo ich als Anleger sagen kann, so, jetzt gehe ich aber mal nach Karlsruhe und lasse das mal überprüfen, die Rechtmäßigkeit von dieser Maßnahme hier. Und auch sonst ist der Anleger, das weiß man, er ist für Peking nicht das Maß aller Dinge. Ist völlig klar. Aber trotzdem, ich glaube, die Panik momentan ist übertrieben. Das, was im Bildungssektor passiert ist, ist wirklich brutal. Es ist aber nicht völlig aus dem Nichts gekommen. Und diese klassischen Aktien aus dem Sektor, so wie TAL Education oder New Oriental, die waren ja schon seit Monaten eigentlich unter Druck. Weil Peking auch schon seit Monaten relativ klar gesagt hat, hier läuft was mächtig schief.
Es gibt ein immenses Konkurrenzdenken der Eltern in China um die Bildungschancen von ihren Kindern. Die Kinder stehen auch schon in ganz jungen Jahren da massiv unter Leistungsdruck. Das Phänomen kennen wir hier auch. Das ist ja bekannt, was sich da offenbar abspielt, so an Dramen immer auf Elternsprechtagen und so. Wenn der Nachwuchs, der ja eigentlich unter Genieverdacht steht, trotzdem sein Potenzial nicht abrufen kann in der Schule aus unerfindlichen Gründen und wegen der widrigsten Umstände. Und in China ist das alles noch viel schlimmer, da ist der Eltern-Ehrgeiz noch viel stärker und der private Bildungssektor, der hat das natürlich auch immer ganz stark angeheizt noch. Und das verschärft natürlich auch soziale Ungerechtigkeit, ist völlig klar, weil ja die Preise von diesen Anbietern immer sehr hoch waren und die einen konnten sich dann eben gute Bildungschancen für die Kinder leisten und die anderen nicht. Es gibt eine Studie von einem chinesischen Jobportal. Danach war es 2019 so, 40% der chinesischen Familien haben für die Ausbildung für von ihren Kindern 20 bis 30% von ihrem Einkommen ausgeben müssen. Und da hat die Regierung schon ein bisschen recht. So ganz gesund ist das alles nicht mehr. Und als das jetzt aber beschlossen worden ist, die Maßnahmen, da hieß es, die Bildung ist gekapert worden von privatem Kapital. Das klingt schon ziemlich sozialistisch. Und die Maßnahmen dann, die waren ja auch radikal, die waren wahrscheinlich auch nicht zielführend. Aber trotzdem, es ist nicht völlig willkürlich, es hat schon irgendwo einen rationalen Kern auch. Oder der Internetsektor. Es gibt ja auch in China seit 2007 ein Antimonopolgesetz, sinnvollerweise. Davon gibt es auch Übersetzungen im Internet, können Sie sich anschauen. Ist ein relativ vernünftiges Gesetz, steht natürlich nicht drin, zum Beispiel, dass jetzt ein Anbieter auf seiner App das Angebot von anderen Wettbewerbern nicht sperren darf oder solche Sachen oder wie man da mit den Daten von den Kunden umgehen soll oder solche Dinge. Und anscheinend war es eben so die ganze Zeit, dass zum Beispiel WeChat von Tencent die Links von TikTok blockiert hat und umgekehrt und mit anderen Konkurrenten genauso. Und das sind schon Probleme, das sind schon auch regulatorische Themen, die wichtig sind, kennen wir ja bei uns auch. Und spätestens seit diesem Ant Group IPO, da ist die Regierung dann eben doch auf den Trichter gekommen. Sie haben sich gesagt, wir haben da jahrelang gepennt im Internetsektor, da ist ein Wildwuchs entstanden und dafür hauen sie jetzt aber umso stärker drauf. Und was die Ant Group betrifft da und diese ganzen anderen kleineren Online-Kreditvermittler, da kommt ja zusätzlich noch dazu, dass man eben auch nicht will, dass sich die Verbraucher dadurch jetzt überschulden, weil was teilweise ja wirklich passiert gerade in China, weil das alles so einfach ist, Kredit zu bekommen über diese Apps. Mal ganz abgesehen vom systemischen Risiko, das dadurch auch entstehen kann, dadurch, dass riesige Kreditvolumina da eben ausgegeben werden von Internetgesellschaften, die so gut wie nicht reguliert sind, habe ich damals in dem Alibaba-Video ja auch schon angesprochen. Was dann passiert ist, ist nicht marktwirtschaftlich gedacht, aber es hat auch hier einen Hintergrund. Oder Meituan, der große Essenslieferdienst in China, unter anderem Essenslieferdienst, hat sich mehr als halbiert vom Höchststand, ist hoch defizitär im Übrigen, trotzdem Börsenwert immer noch über 150 Milliarden Euro. Und letzte Woche sind sie eingebrochen um 25% in der Spitze, weil die chinesische Regierung gesagt hat, wir hätten eigentlich ganz gern, dass ihr euren Fahrern die geltenden Mindestlöhne zahlt. Und bei der Gelegenheit schauen wir doch gleich mal nach, wie viele von euren 9,5 Millionen Leuten, für wie viele ihr in Zukunft Sozialabgaben bezahlt. Das ist mal harte kommunistische Willkür. Da kann man sich fast nur wünschen, würde ich sagen, dass man da bei uns an den Sektor auch mal so rangehen würde. Wir haben ja solche Unternehmen auch. Also Milliardenbewertungen, Verluste gemacht, dauernd sogar in der Corona-Krise. Ein Geschäftsmodell, das fast nur auf Ausbeutung beruht. So als Aktien ist das Ganze natürlich nicht unspannend, aber meine Bewunderung hält sich in Grenzen, genauso wie mein Mitleid da jetzt im Moment. Das Ganze war sicherlich nicht die letzte Hiobsbotschaft in dem Sektor. Wir sind mittendrin in der Regulierungswelle. Und ja, es geht da um staatliche Kontrolle, aber es geht eben auch um Staatsziele. Das offizielle Staatsziel in China ist,
aufzusteigen zu dieser berühmten moderat wohlhabenden Gesellschaft, wie die Partei immer so schön sagt. Und davon haben sie ja auch schon viel geschafft. Die Löhne sind deutlich stärker gestiegen als das Wirtschaftswachstum die letzten 10, 20 Jahre. Hunderte Millionen Chinesen sind jetzt Mittelstand. Aber das, was denen jetzt das Leben trotzdem schwer macht, das sind eben explodierende Kosten für Wohnraum, für Gesundheit, für Ausbildung. Das sind gerade die brisanten sozialen Themen in China und klar, das sind Verteilungsthemen. Und die geht Peking jetzt gerade an und das eben mit Sicherheit nicht zugunsten der Unternehmen und der Investoren. Aber es ist abwegig, trotzdem zu glauben, dass Peking seine Unternehmen an sich und die Finanzmärkte an sich jetzt grundsätzlich schwächen will. Warum soll Peking jetzt zum Beispiel die chinesische Halbleiterindustrie schwächen, wo man gerade gemerkt hat, dass man wahnsinnig abhängig ist von Halbleiterimporten aus dem Ausland? Oder warum soll man jetzt den eigenen Autosektor schwächen, den eigenen Konsumsektor, den eigenen Energiesektor und. Dadurch würde man nur Marktanteile verlieren an ausländische Unternehmen. Es gibt viele chinesische Firmen, die jetzt schon eine sehr gute Wettbewerbsposition haben. Und China strebt ja in noch mehr Bereichen eine Führungsrolle an, auch eine internationale Führungsrolle. Und das geht nur mit starken und mit innovativen Unternehmen. Und das weiß man in der chinesischen Regierung sehr gut. Und von solchen Unternehmen würde ich sagen, da bleiben im Großen und Ganzen eben auch die Aktien interessant. Und ich glaube auch, dass sogar bei den Technologieaktien, die jetzt so stark gefallen sind, dass auch da einige schon wieder attraktiv sind. Ich weiß, ich habe das vor ein paar Monaten schon mal gesagt, bei Alibaba, und damals war der Kurs höher, gebe ich zu. Ich habe aber auch nicht gewusst, dass wir so eine harte Regulierungswelle, da jetzt doch bekommen. Aber auch und gerade der chinesische Internetsektor, der wird nicht untergehen und der wird jetzt auch nicht verstaatlicht oder sowas. Und gerade die ganz großen Konzerne da, die schon sehr profitabel sind und die auch eine sehr gute, fast unangreifbare Marktposition haben. Und das kennen wir ja auch bei uns im Internetsektor. The winner takes it all, so mehr oder weniger. Ich würde sagen, da gibt es Einzelaktien, wo wir jetzt wirklich attraktive Kurse haben. Alibaba nach wie vor, Baidu auch mit hochinteressanten neuen Bereichen, so wie autonomes Fahren, künstliche Intelligenz und so weiter. Das ist das, was China will, das ist das, was China auch braucht für seine Ziele. Und dann noch mit Einschränkungen natürlich Tencent und JD.com. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass die nicht alle nochmal durchsacken jetzt in nächster Zeit. Es kommt völlig darauf an, was der chinesischen Regierung eben noch so einfällt die nächsten Monate. Und das wissen wir nicht. Wir können es auch schlichtweg nicht wissen. Aber wenn man das mittelfristig sieht, langfristig, dann hat man jetzt eigentlich sehr gute Aktien mit einer guten Bewertung auch. Im Grunde ist es ja die Art von Aktien, wo man sich die ganze Zeit denkt, Mensch, wenn die mal korrigieren sollten, dann kaufe ich da. Und sobald sie es aber wirklich tun, zu korrigieren, dann sagt man, oh, lieber doch nicht, ist mir momentan zu riskant. Klar, aber sie korrigieren natürlich auch nicht ohne Grund solche Aktien. Den Gefallen tut uns niemand. Und bei allen Risiken, die wir da gerade haben und die überdurchschnittlich sind, natürlich, also das muss man schon sehen. Aber bei all den Risiken glaube ich doch, am Ende ist es eine Chance. Und davon abgesehen, es gibt nicht nur Technologieaktien in China, sondern auch viele, viele andere Aktien. Und da darf ich nochmal erinnern an unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report. Wie versprochen mit unseren Dividendenkrachern aus China. Fünf chinesische Aktien mit sehr hohen Dividendenrenditen, unter anderem eine Einzelaktie aus der zweiten Reihe mit einem KGV von 2,2 momentan auf den für dieses Jahr prognostizierten Gewinn und einer Dividendenrendite von 12,5%. Ich sage es Ihnen gleich, diese Aktie ist kein Basisinvestment, aber es ist ein sehr spannender Nebenwert im Moment. Das Ganze exklusiv für die Leser von unserem Zukunftsmärkte-Report und das kann jeder werden. Die Reports sind gratis, also schnell noch anmelden, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag.
Ich wünsche Ihnen allzeit viel Erfolg. Ich verbleibe mit sozialistischem Gruß. Es ist nicht immer ganz einfach als Anleger, ist völlig klar. Und gerade auch was China betrifft, da war es das in letzter Zeit überhaupt nicht. Aber ich glaube trotzdem, es lohnt sich, wenn man auch das, was in China passiert, als Anleger immer irgendwie im Blickfeld hat. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.